pushen sich gegenseitig. Ja, Panzer, super stark weiter. Fünfte Position für den Slowenen. Auf den Hokmo. So ist jetzt die Kawasaki dran. In Sektor 1 und jetzt versuchen sie gemeinsam die Lücke langsam zu schließen. Zur Meisterschaft schließen sie weiter zu dem zugunsten von Timo Benistor. Nein. Jetzt Jago Mirz, der ist jetzt bei 1,51,9. Aber trotzdem wieder 2 Zehntel schneller. Und da ist der Vorsprung dann erstmals unter 2 Sekunden zwischen den beiden. Benistor 53,2 war jetzt 6 Zehntel langsamer als Jago. Der auch wieder persönlich schnellste Runde gefahren ist. Ein großer Fehler macht er jetzt in den letzten 2 Minuten plus 2 Runden. Und jetzt ist jetzt am Hinterland. Jetzt erstmal zu machen. Und jetzt geht es in die letzte 3 Runde. Wirklich absolut auf Limit unterwegs. Das, was ihr hier seht, das ist der WM-Kampf. Das sind die beiden Kandidaten im direkten Fall. Der zwar dran am Hinterrad von Tom Bial, aber der hat sich nicht nervös machen lassen. Dann auch blitzschnell, denn Simon Lengenfelder, der durch, nein, leider nicht, es ist Der weiß, jetzt zählt es 1,51,7. Vorsprung wieder über 1 Minute. Wahnsinn, das nach hier. 35 Minuten. Diese Zeit rauskommt, das zeigt einfach, wie die dieser Strecke hier geht natürlich auch auf Sicherheit oder am Straßenschmuck und Doppelpunkt. Hier auf jeden Fall zu halten. Aber der ist in diesem Weg viel zu stark. Und wieder Meter um Meter an die KTM heran, nimmt außen viel Schwung mit durch die tiefe Stelle. So geht weiter. Ein kleiner Rutscher. Und jetzt nimmt die Einladung an. Aber das sieht jetzt gut aus für Tom Bial, der nach seinem kleinen Fehler fast die Führung in der letzten Runde verspielt hätte. Letzte 3 Kurven, jetzt über die Startnummer. Da ist es. Schon, ich weiß, das ist es. Letzte Kurve. Bial macht innen drin zu.
Tom Vial gewinnt den ersten Lauf. Ganz knapp vor Janus jetzt. Klasse Rennen.